Hallo, Hardy hier und willkommen zurück zum Kerbal Space Program Karrieremodus. Mal gucken. So, was machen wir denn nur? Ich wollte erstmal schauen, wir brauchen ja eigentlich noch wenig Punkte, nämlich 28. Theoretisch. Die hoffe ich jetzt relativ einfach von hier zu kriegen. Wo ich mich gerade war, Highland, Ice Cap, Atmosphäre, Wasser, Launchpad, Runway. Ja, das ist natürlich doof. Landet waren wir erst auf 4. Bringt Science 1,5, toll. Fly low, ist klar. Ich wollte nämlich eigentlich, wir haben erst 4 Biome erreicht, wenn ich das richtig sehe. Coolport, ja, nee, da, Surface Sample, 7. Grasheil, wie viele gibt es denn? Steht das hier irgendwie? 7 von 79, das sind aber wahrscheinlich die gesamten, ne? Ja, da kann ich nochmal wechseln. 39 von 79. So. Wüsten gibt es ja, glaube ich, auch noch, soweit ich weiß. Aber wo ist eine Wüste? Weiß jemand, wo eine Wüste auf Kerbin liegt? Wenn ich hier gucke, sieht das aus wie eine Wüste? Ist das eine Wüste? Ist der Krater ein eigenes Biom? Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich gerne die, wie gesagt, die letzten Punkte, die wir da jetzt noch brauchen, gerne hier von Kerbin holen, aber warte mal, erstmal warten wir mal, bis es hier hell ist, denn ich glaube, das, was ich jetzt gerade sage, das könnte eine Wüste sein. Das war, glaube ich, eher die Gegend, wo auch unser das war ein bisschen schnell. Moment. Na komm, Tageslicht, wo bist du? Schön, so. Hier kann ich nicht auf M gehen, auf die Karte, ist in Ordnung. Im Hellen ist jetzt, ich bin blind. Wo ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hätte jetzt eigentlich gerne diese letzten paar Science-Punkte. Die müssen wir uns hier irgendwie ranholen. Und zwar möchte ich die gerne mit einer ganz kleinen Mini-Rakete haben. So, wir nehmen da Teil mit. Wir brauchen dafür einen Fallschirm, damit wir landen können. Das wäre am einfachsten. Fallschirm drauf. Wir nehmen natürlich die Science-Sachen mit. Das muss gedreht werden. So. Das haben wir mit. Den Gu nehmen wir mit. Ich nehme noch lieber wieder 2 Bonusfallschirme mit, wie immer. So, Gu haben wir. Jetzt ist... ich möchte gerne die Barometer-Sachen mal mitnehmen. Ob die selber nochmal Daten bringen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich hab's einfach nicht mehr im Kopf. So... Fallschirme haben wir genug. Wir haben die ganzen Science-Sachen dabei. Wir nehmen uns ein paar Leitern mit. Dann kommen wir rauf und runter. Wir nehmen die Stützen mit. Wovon wir dann aber 3 bräuchten. Die aber eindeutig zu viele sind. So. So bitte. Ja, wenn ich das jetzt launche, das ist jetzt, ne, die übliche Testphase, ob das so funktioniert. Wie hoch ist jetzt die Leiter gleich vom Boden weg? Kann Jeb dann da hochspringen? GG. Na, ob der so gut springen kann? Klettern. Ach, falsche Taste, ist klar. So, einmal hier runter. So, jetzt da unten, hochspringen. Hochspringen und hochspringen. Jetzt. Ja, ein bisschen sportlich, bitte.
Na, jetzt aber. Der rutscht direkt wieder runter. Ne, klappt nicht. Okay. Bringt jetzt nix, aber wir recovern einfach. Vielleicht gibt's ja noch mal einen Punkt. nein. Schade. So, ist eigentlich auch egal, dann müssen wir... Nee, ich möchte Jeb nicht einzeln hier nachher... So, komm mal her hier. Weg. Unity, so, wo ist denn hier die Leiter? So, sollen wir dann ausfahren? Ist jetzt auch egal. So, das Teil wird nachher irgendwo landen. Ich hoffe, das landet dann auch da, wo es hin soll. Jetzt brauchst du einen Antrieb. So, und... können wir nicht so nehmen, können wir gleich so den nehmen. Und dazu irgendein Triebwerk. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Vor allem nicht, wenn ich da nichts zum Abwerfen drunter setze. So und so. So, wo waren das andere? Unity in der Struktur, ne? Genau, so. Nehmen wir einfach mal 3 Stück und dann gucken wir mal. Na? Du sollst doch nur das Teil hier halten, mehr sollst du gar nicht. Es hält nicht. Warum nicht? Geht doch. So, Triebwerk da, bla bla. So. Ja, soll das andere Ding da wegräumen? Ist mir egal. Jetzt ist die Frage, wir befinden uns jetzt hier auf der Sonnenseite. Und ich glaube, wir haben da jetzt ein anderes Biom. Ich glaube einfach mal, dass das jetzt hier vielleicht die Wüste ist. Und wir da vielleicht sogar hinkommen. Wenn wir nach dahin beschleunigen, müsste das ja klappen. Wie gesagt, wir werden es sehen. Ich wüsste es jedenfalls gerne mal. Ob das so funktioniert, wie ich denke. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das Triebwerk genug Leistung bringt. Es sieht nämlich irgendwie nicht danach aus. Aber man weiß ja nie. So, einfach ist ja egal. Einfach mal Vollstoff in eine Richtung. Und, ja. Keine Ahnung, was der hier jetzt macht. Der dreht sich ganz schön seltsam. Man sieht das ja hier, so im Planeten, dass sich das ganz seltsam dreht. Ich möchte das nicht mit dem Flugzeug machen. Wo, das wäre auch eine Idee, ne? Aber es dauert dann, glaube ich, auch wieder ewig lange. Auf alle Fälle, eine Rakete reicht nicht, um das hinzukriegen, was ich hier gerne möchte. Reverse Flight zum Vehicle Assembly. Ach, ja, das kommt jetzt, wenn man jetzt so relativ kurz... Ich möchte mal schnell, ne? Ja, Ali möchte mal schnell ihr... ja, dann wird das auch nix, ne? So, nochmal. Ich will doch einfach nur flott irgendwie weg. Nur einmal kurz was abholen. So, alle 4 zusammenzünden und dann... Nö, wir machen das so. Ich glaub dran. Ich glaube dran, dass das irgendwie funktioniert. So, aber... das heißt ja immer noch nichts. So, es ist da bestimmt wieder dunkel, ne? Ja, natürlich. Ist aber egal, wir sehen ja, wo wir hinwollen. So. Feuer. Einmal bitte in die Richtung. Jo. Es bewegt sich. Hat sich das schon richtig gedreht? Nein, es dreht sich noch. Warum ist eigentlich immer in die Richtung? Ach, wegen der Rotation, ne? Natürlich. Reverse Flight zurück zum Launch.
kann ich denn damit? Grübel, grübel. Erstmal ein bisschen hoch. Na, kein Quatsch bauen, Rakete. Vor allem sollte ich das SAS auch anstellen, damit sie keinen Quatsch baut. So. Vielleicht schafft man ja, muss ja kein Orbit oder so werden. Muss ja nur einmal so weit gehen, dass man in der Wüste landet. Hier hinten ist keine Wüste. Ich glaube, die Wüste ist wirklich nur da. Ob dafür die Rakete reicht, ich bezweifle es erstmal. Zu stark bewegt. Nein, das ist nicht wahr. Ach, Leute. Ach, Leute, das gibt's doch heute nicht. Es wird nicht mein Tag werden, verdammt. So, ihr kommt auch mal weg. Jetzt bauen wir nochmal eine... Ja, dreimal bitte. Eigentlich hatte ich hier heute mehr vor, als jetzt nur... Ach ja, wir schießen diese eine Rakete irgendwo hin. Ich hatte eigentlich große Pläne. Können wir noch ein bisschen Struktur müssen wir jetzt mitnehmen, weil es halt länger geworden ist. So, dann hält das hier schon irgendwie zusammen. Dann brauchen wir hier diese komischen Drehscheiben, nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir aber, damit es ein bisschen schicker aussieht, Spitzen drauf und nochmal bitte. Verdammt! Ich möchte doch nur einmal kurz in der Wüste ein paar Proben sammeln. So, jetzt aber. So, Hauptsache die Triebwerke reichen, um das Ding hier zu bewegen. Ich möchte doch nur einmal kurz zur Wüste und die Folge wird so lange gehen, bis ich in der Wüste bin. Oder bis das Teil irgendwo gelandet ist, dass man sagen könnte, okay, es hätte klappen können. Na. So, gib mal ein bisschen Stoff hier. Haben keine Zeit. Hast genug Diesel dabei. So, also gegen die Rotation von Kerbin zu arbeiten ist schlecht. Also versuchen wir es diesmal mit und hoffen, dass das funktioniert. So. Bisschen früher wie sonst, aber egal. So. Und jetzt bitte schön weiterbrennen. 7000 Meter. Ach, das ist mir eigentlich... Wir müssten da ankommen können. Und wenn ich es doch über den Orbit machen muss, was... Das haut sich schon leer hier. Das gibt's doch nicht. Ach, Leute. Einmal irgendwo hinfliegen wollen. Was ist das hier oben? Das ist auch ein dunkles Wasser, ne? Ja. Würde von uns sagen, was ist das für ein dunkler Fleck? Aber das ist kein Biom, das ist Wasser. Gut, das Wasser ist auch ein Biom, aber das kennen wir schon. Die Pole zählen, glaube ich, beide zusammen, ob Nord oder Süd, das ist egal. Hier können wir gleich ruhig zusammenzünden. So, jetzt warten wir erstmal, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Also, okay. Dürfen wir noch nicht, wir sind noch nicht hoch genug. Und dann, wenn wir da oben sind, brenne ich keinen kompletten Orbit. Ich möchte nur so weit brennen, dass wir da drinnen landen. Dafür sollte unser Sprit ja wohl ausreichen. Da bin ich fast überzeugt von.
Mehr möchte ich nämlich gar nicht. Ne, das Ziel muss erreicht werden. so, sind wir denn jetzt? 30, 29, irgendwas, schlag mich tot, 20, blablub. So, jetzt hauen wir hier einfach mal das Teil lang. Wir können mit dem gar nicht hier landen, weil sich der ja eher da lang streckt, so ein Mist. Also doch einen kompletten Orbit erst brennen und das Teil dann zum Bremsen nutzen. Naja, gut. Dann versuchen wir es halt so. Mehr wie schief laufen kann es nicht. Huchala. Noch ist wenigstens auch noch ein bisschen Sprit da. Zupf. So, wenn ich jetzt da landen möchte, manövern wir hier mal ein bisschen. Wir würden gerne bremsen. Und das gerne drehen. Da irgendwo gerne würde ich landen. Na, hoffen wir mal, dass das dann funktioniert, ne? Ob wir dafür noch genug Sprit dann haben. Da ist die Zielmarkierung. Da kannst du gleich mal drauf bleiben. 34 Sekunden werden wir noch mal mit dem Restsprit hoffentlich bremsen können. So, dreh dich mal ein bisschen. Ist aber eigentlich ein schöner Orbit geworden. Hätte ich jetzt nicht so mitgerechnet. Ich hätte es zwar lieber anders gehabt und halt keinen Orbit, aber naja. Was soll's? Kann man nichts machen? Ist halt so. Ist das eine 5? Ja. So. Okay. Dahin jetzt bremsen. Wir werden auf alle Fälle... Ich hätte auch früher bremsen können. Dann bräuchte ich nicht so viel bremsen wie jetzt. Na. Ist das hier nicht auch schon die Wüste gewesen? Also das hier hinten? Also dieses so komisch wirkende Biom meine ich damit. So, müsste eigentlich auch funktionieren, ne? Hier, nimm das mal weg da, so. Wenn du jetzt kein neues Biom bist, ne, dann ist hier aber Nervenkrise angesagt. Okay, wir sind jetzt schon da drüber. Es sieht so aus, das ist dieselbe Farbgebung. Es wäre also dasselbe Biom. Ob das natürlich jetzt ein Biom ist, das wir noch nicht kennen, das erfahren wir erst später. Ich hoffe ja, dass wir dann da die letzten fehlenden Science-Punkte kriegen. Es sieht anders aus, ne? Oder bilde ich mir das ein? Waren wir hier vielleicht doch schon mal und ich habe es einfach nur vergessen, weil es schon Monate her ist. Ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt müssten wir ja hier, das können wir jetzt mal ausstellen kurz. Und trudel das hier ein bisschen rum, das sieht auch schön aus. Ich will ja nicht gar nicht, dass es so wild hier rumtrudelt. So. Und jetzt einfach mal die Fallschirme raus, das wird ja wohl... Bei doppelter Geschwindigkeit muss das ja noch klappen. Und ja, das passt schon. So, Moment. Und ich weiß es gar nicht, möchte ich die gern schon ausfahren? Die sollten ja auch eigentlich nicht... Ne? So, wo auch immer wir jetzt... Wir werden hier irgendwo jetzt landen. Kann man hier jetzt doch schon einfach mal... Wie wär's einfach mal mit einem Crew-Report? Es ist was Neues. Genau so habe ich mir das gewünscht. Ah, es war nichts umsonst. So, wir haben einen Crew-Report. Jetzt warten wir mal ab, bis wir gelandet sind. Und dann holen wir uns die Daten und dann
haben wir endlich genug Science-Punkte für dieses Nukleartriebwerk. Mich hat das ja mit dem Labor und so weiter noch Tage aufgeregt, dass das nicht so klappte, wie es sollte. Aber kann man jetzt nichts dran ändern. Jetzt brauche ich wenigstens die Nuklear-Engine, dass wir weiterkommen und uns nicht immer nur in Körbin und Umgebung aufhalten. So, hast du es gleich mal? So weit ist es doch nicht mehr nach unten. Ist das der Schatten? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ach, egal. So, landen. Danke. So, mach ditte. Daten behalten, mach ditte. Daten behalten. Mach mal die Leiter hier auf, bitte. Steig mal kurz aus. Kletter mal runter. So. Jetzt hier IFA Report kriegen wir hin und Surface Sample kriegen wir auch hin. Wieder rein da. Wir haben keine Zeit. So. Und einmal bitte abholen. Und was hat's jetzt gebracht? Auf alle Fälle genug, gerade mal so genug. So, forschen Nuclear Engine. Ne, bitte, sei das Richtige? Ja, Nuclear Engine ist in Ordnung. So, fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen von dieser doch wenig spektakulären Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.